Hey Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge gespielt. Everybody RPG oder Everybody's RPG. Muss da mal genau gucken, wie der Titel heißt. Bitte wähle einen Hauptserver. Kifft Ceres, Biel oder Tony. Ja, kifft gleich den ersten. Wähle Server. Normaler Server, Anfängerserver. Du kannst für 30 Tage spielen, dann kommen wir automatisch nach 30 Tagen auf den normalen Server transferiert. Ah. Wird gleich normaler Server gestartet. Auf geht's. Die Musik muss erstmal geladen werden, deswegen gab's vorher keine Musik, ja. Erstmal runterladen irgendwie. Achso, okay. Durch tägliches Einloggen kannst du mehr Belohnungen erhalten, bis zu 10 Mal, wenn du dich nicht einloggst, wird der Timer zurückgesetzt. Oh, ich werde die Grundlagen erklären. Wenn du ein Anfänger bist, ist es am besten, die Anfängermission zu spielen, Schritt für Schritt. Wenn du die Anfängermission erledigst, zeigt dir ein Ausrufezeichen, dass die Mission gerade aktiv ist und ein Fragezeichen heißt, dass die Mission erfolgreich ist. Nach Abschluss der Anfängermission klicke auf das Fragezeichen, damit du deine Belohnung erhältst und so weiter. Die Anfängermission kann nicht abgeschlossen werden, wenn du auf die Pfeile achtest. Sollen wir nun die erste Anfängermission starten? Zuerst Silber wird benutzt, um Hill. Okay. Das Game meint jetzt einfach mal, ja. Ja, einfach zuzumachen. Mysteriös. Boah, okay. Okay. Starte Quest. Sehr gut, du hast deine erste Anfängermission abgeschlossen. Eine Belohnung erhältst du, wo der Pfeil erscheint. In der Kategorie der Anfängermission oben rechts auf dem Bildschirm. Okay, wir haben. Starte Quest. Ich glaube, wir kriegen nach jeder Stage immer die Quests, oder? Kann das sein? Naja, aber nicht so richtig. Starte Quests. Automatischer Questabschluss. Diese Anfängermission automatisiert die Quests. Wenn du die Quests automatisierst, erhältst du Silber automatisch. Achso. Ist das jetzt immer an, oder wie? Muss das Silber hier 1,9a. Quest. Hier berühren. Okay. Dann jetzt sind die ersten beiden Auto-Quests. Max Level Up. Achso, bis zum Maximum Level. Okay. Gibt aber hier auch wieder keinen Boni für bestimmtes Erreichen von irgendwelchen Leveln. A brauche ich für das nächste Auto-Quest, ne, für den hier. Achso, hier steht ja Auto-Quest, Feinsterne, verstehe. Weltkarte. Wir sind. Was sind wir für ein Item? Alchemie. Arena, ne, will ich nicht haben. Ach, da unten bin ich. User. Ah, können wir unser Helden mal aufrüsten? Oh, unbedingt. Aber unbedingt. Erstmal alle auf Level 10, würde ich sagen. Gibt es hier irgendwie einen Boni? Befördern. Okay, brauchen wir bestimmte Items dafür, um sie in der Sternkategorie höher zu bringen. Mal auf 10 bringen. Haben wir noch einen? Ja, wir haben noch einen. Den Jäger. Ah, ja, ein bisschen stärker geworden. Quests, ja, mach go, Rucksack, extrahieren, ausrüsten, warum geht ausrüsten nicht? Und wegwerfen, oh, das gehört schon mehr, vielleicht ist es ausgerüstet, das kann auch sein. Artefakte, rüste deine Artefakte aus, keine vorhanden. PvP, nebeliger Sumpf, betrete Dungeon. So.
Okay, ich kann ja gar nicht raus. Gekillt. War noch nicht ganz. Jetzt gekillt. Victory! Okay. Warte mal, Quest-Abschluss, Held Level Up. Na, okay, habe ich natürlich alles schon gemacht. Ausrüstung automatisch ausrüsten. Gehen wir zum nächsten Auto ausrüsten. Gehen wir hier noch hin, Auto ausrüsten. Zack. Okay. So, nächste Mission. Rune ausrüsten. Aufrüsten, ausrüsten. Ausrüsten. Und die auch noch? Runen verbessern alle Helden. Angezeigt der Wert, echter Wert. Was macht das? HP plus 150 und das hier? Physische Abwehr plus 25. Na, hat die beiden, die hier draufstehen. Item auseinanderbauen. Item verbessern. Aber wir haben erst noch ein bisschen was hier. Können wir erstmal Auto-Quest machen. Waffe reparieren können wir mal anfangen. Auf Level. Ah, das ist okay. Was natürlich auch immer verbessern können, ne? Wird auch immer besser. Es gibt auch immer mehr Zeug dazu. So, verbessern. Wir brauchen dafür 4 davon. 4 Essenzen und 2 Eisenbarren. Haben wir natürlich. Kein Problem. Und jetzt 120 Macht statt 60. Gewinne 30 Mal. Ich denke, da können sie nichts. Du musst es bis Level 30 schaffen, verdiene Silber, indem du deine Quest verbesserst und Level deiner Helden mit deinem Silber. Das ist sehr wichtig, deine Helden im Ausrüstungsbildschirm auszurüsten, sobald du neue Items erhältst. Fresh Boy, ich glaube, das ist alles so PvP hier unten, ne? Kann das sein? Naja, so ein bisschen mehr. Dungeon 1, Dungeon 2, hier seht ihr die 1, hier ist Dungeon 1. Ich habe keine Dungeon-Tickets mehr. Was haben wir hier? Level geschafft, Level geschafft. Noch mehr? Hm. Postfach haben wir noch ein bisschen was. Ja, 3000 von den grünen Steinchen. Easy going. Und 57.000 Gold. Was kann ich mit dem Gold machen? Meine Helden verbessern? Nee. Für Gold kann ich mir Silber kaufen. Oh, hier 1 Million Silber. Zack. Das ist natürlich nichts eigentlich. Ne? 1 Million ist halt voll wenig. Bitte startet zuerst die Quest. Zack. Kostet halt voll wenig am Anfang. 20. Hier 387. Kostet halt fast gar nichts. Aber ist auch super langsam, ja. Super langsam diese Verbesserung hier. Gewinne 30 Level, ist auch der ewig. Meine Helden mal ein bisschen aufleveln. Mal auf 30 bringen. Dann killen die auch schneller. Von 96 Schaden auf 144, 50 Damage mehr. Ah, hier kann ich das Gold benutzen, verstehe. Abklingzeit geht hier runter. Neuer heiliger Schild will ich eine Lichtexplosion. Okay. Ach, Skills von den Helden und Fähigkeiten. Heldenschlag. Donnerschlag. Der Nekromant. Dunkler Pfeil, Todesexplosion. Oh, dafür braucht man das Gold. Hätte ich doch nicht für Silber ausgeben sollen.
Ist auch nicht schlimm. So, hier ganz, ganz viele Items. Zack. Und jeder kriegt hier was Besseres. Auto ausrüsten. Auto ausrüsten. Zack, 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 zack. Haben wir neue Runen? Ne, wa? Was ist das hier? Merkwürdiges Ei. Kann im Dungeon halt mehr Material zum Kaufen und Befördern von Relikten. Okay. Stage 33. Easy. Vielleicht habe ich einfach nur ein, war ich nicht stark genug für die Gegner? Kann das sein? Wiedergeburt. Wiedergeburt ist erst nach Level 30 verfügbar und lässt Helden stärker werden. Nach der Wiedergeburt startest du wieder bei Level 1 und erhältst entsprechend Punkte durch gesäuberte Level. Allerdings sind die Helden-Level, die du mit Silber gekauft hast, verloren. Erhalten eine Wiedergeburtspunkte 92. Quasi, wir sind wieder auf Level 1, ne? Und auch die Quests müssen alle resettet sein. Richtig. Ja, das ist natürlich ziemlich bitter. So, verbessere Held und so weiter. Okay. Verbesserung plus 1 mit Dingensen. Mit dem. Bringt natürlich wahnsinnigen Power Spike, ne, wenn man das mal so anguckt. Ich glaube, die Plus-Dinger bleiben auch, wenn ich wieder geboren werde. Na? Naja, müsste bleiben. Mehr Damage. Ja, ist natürlich Wahnsinn, ne? Wie viel Damage es jetzt mehr macht. Und dadurch kommt man natürlich sehr, sehr schnell wieder auf das alte Level zurück, was man hatte. Dann können sie auch nochmal aufrüsten weiterhin. Achso, wir brauchen Quests. Okay, erfolgverbesserer Held, Skill Level Up und so weiter und so weiter und so weiter. Gut, meine Freunde, ich würde sagen, das war's gewesen, mal angespielt zu Everybody's RPG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.